Mist, der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Grand Central, aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Oh je. Ihr seid das perfekte Liebespaar. Das sind aber viele Oscorp-Sachen. Hm, wie auf einer Oscorp-Ausstellung. Zu viel. Warum wusste er es also nicht? Er soll die Zukunft voraussagen? Ja, klar. Weil er das Attentat nicht... Wenn Lee es auf Osborn abgesehen hat, will er vielleicht seine Technologie stehlen. Aber was genau? Und warum? Schon gut, aber ich wollte das dort hinten mitkriegen. Nee, glaube ich jetzt mal eher weniger. Ja, dürfte überall das Gleiche sein. Gibt es hier noch was? Wird er nicht dann zum grünen Kobold oder so? Ja, da ist schon wieder das Gleiche. Ich will ein Foto, auch wenn man nichts drauf sieht. Noch vor wenigen Jahren gab es optische Tarnung nur in Science-Fiction-Filmen. Aber dank Oscorps patentierter Magnetresonanzeinheiten sind Tarnfelder schon heute Realität. Probieren Sie es selbst aus und sehen Sie, wie Oscorp Ihre Welt jeden Tag besser macht. Unglaublich. Wie viel meinst du, kosten die Dinger? Gönnen Sie sich eine Pause und wissen Sie, schon cool und so, aber... Irgendwie, ja, immer noch das Gleiche. Oscorps revolutionärer Bioverstärker Fokus stärkt das Nervensystem Ihres Körpers, damit Sie mehr als 72 Stunden wach und aktiv sein können. Und das ohne Nebenwirkungen. Wir bei Oscorp machen Ihnen damit das größte Geschenk. Zeit. Das würde von der Wirtschaft ausgenutzt werden, dass eigentlich du durchgehend wach bleibst, um einfach noch mehr Geld zu schaffen für die sowieso schon Überreichen. Dieses Verteilgerät für Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken. Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Nein! À moi!
Bürgermeister Osborns Büro? Geben Sie mir Bürgermeister Osborn. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht. Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Er gibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Wo zur Hölle ist Spider-Man? Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja, wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit, sag Bescheid. Okay, ich bin bereit. Achtung! Sei nicht mehr! Gut, weiter. Moment! MJ, was beruhigen wir uns alle erstmal. Ding! Burbani, ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborn. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst lasst ihn gehen. Li Shenzhen, Zhe Ji sagte, er wisse, wie man auszubringen kann. Zunming. Bring ihn hier hin. Mit den anderen verabschieden. Li Shenzhen wird sofort kommen. Bewegung. Oh Gott. Das ist jetzt alles andere als gut. Sie kommen, spring über das Geländer. Sie dürfen mich nicht sehen. Ja, dann. Oh, oh. Drohnen, Entdeckung. Hast du noch das Tablet? Ja. Beeil dich lieber. Okay, ich schaff das. Komm schon, komm schon. Fast geschafft. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Dann werde ich jetzt hier raus. Was ist mit dem Teufelsatem? Ich hole ihn später. Nein, wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich habe mich selbst reingeritten und komme auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Das gefällt mir nicht. Das sind zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Sie sind sich noch zu nahe. Sehr gut. Schnapp ihn dir. Jetzt. Wie
würde ich auch gerne können. Und wir dürfen jetzt einmal komplett durch, oder wie? Versuch diese Gruppe zu trennen. Ich versuch mal, sie zu trennen. Schalt ihn aus! Los! MJ, wusstest du, dass Lee hier ist? Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten? Okay. Jetzt dreht er sich. Okay. Hier passiert nichts. Weil... straight forward, ne? Pack ihn! Schalt ihn aus! Los! Jetzt den noch ein bisschen. Jetzt! Negejita, sei nahe! Tajita, der Fujin! Woman, ein Quaijuke, Dwanata! Muss an ihm vorbei! Bin bereit! Renji, hat ja Beta, ma! Kongjiji, sei so sang! Buko, woman, je buta da ta! Rugo, hat Taujiala! Los! Startet den Timer. Die Chance. Beschäftige sie. Ich übernehme den Teufelsatem. Weißt du, was du da tust? Nein. Aber hat mich das jemals aufgehalten? Hätte mich auch gewundert, wenn es eine andere Antwort ist. Da sind vier Kabel. Zwei blaue, ein gelbes und ein rotes. Such nach dem Anschluss der Kabel. Sie sollten je nach Funktion farbcodiert sein. Ja, rot. Bitte nicht abstürzen. Sind vier Kabel. Zwei blaue, ein gelbes und ein rotes. Such nach dem Anschluss der Kabel. Sie sollten je nach Funktion. Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Gelb mit einem Lüfter. Okay, erstes Kabel getrennt. Jetzt das zweite. Der Timer steht jetzt auf 30 Sekunden. Eine Sicherheitsmaßnahme. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte Kabel. Aber beeilen. Okay, jetzt das rote. Geschafft. Gut gemacht. Wow. Ja. Bringen wir jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bist du bereit? Okay, ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Alles klar. Gut, den mal.
vorsichtig sein, sonst werden die Geiseln verletzt. Warum will Lee eigentlich New York terrorisieren? Es geht wahrscheinlich nicht mal um New York. Schlaf schön. Mal hier rauf. 1, 2, 30 noch, ne? Fisk hätte niemals auf diese Weise Geiseln genommen. Er hatte recht, ich vermisse ihn. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ist irgendwer mal außer Gefahr dann? Gut. Okay. Das muss noch ein paar aus dem Weg räumen, dann kannst du dich gefahrlos bewegen. Schnell! Okay, MJ, Zeit zu gehen. Verstanden. Leute, alle mir nach. Menzida, lasha, Jujusha. MJ, hast du es geschafft? Ja, alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey, Peter. Ja? Nach der Sache sollten wir beiden reden. Ja, sollten wir. Aber zuerst tritt Lee in den Hintern. Mit MJ sollte man es sich niemals verscherzen. Ob es mich heute wohl erwischt hat? Jungs, kleines Quiz. Wusstet ihr, dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Verrückt, was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Ha, aber sowas bauen die heute gar nicht mehr. Früher waren die Keller in New York einfach tiefer. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten, die Stadt zu zerstören. Bringen wir es zu Ende. Lees Fluchtplan ist der Zug. Er darf nicht entkommen. Der Bahnsteig ist offen. Da ist sicher auch Lee. Der Zug bewegt sich. Lien kommt. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd.
Okay. Das geht nicht. Einmal mehr. Warum tun Sie das? Ich begleiche eine Schuld. Bleib wohl besser auf Distanz. Hat nicht geklappt. Ich sollte besser abwarten. Meine Chance. Er wird wohl langsam müde. In den Nahkampf. Beenden wir es. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Okay. Was? Ich will Ihnen nicht wehtun! Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Keine Bremsen? Kein Problem. Das hat letztes Mal funktioniert. Yuri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, da ist noch ein Monat gesperrt. Wieso? Nächster Halt, Knast. Bring die Ladung zurück ins Labor. Bewegung! Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Hey, ich bin's. Sag Bescheid, wenn du reden willst. Und das ist jetzt nicht reden? Nein, 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 nicht die Art von vorbei! Bitte sag nein, bitte sag nein. Okay, okay.
Und nicht okay. Was gibt's da nachzudenken? Oh, ach ja? Klasse. Oh, armer Spidey. Du hast es geschafft. Lee kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher bei Sable. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das habe ich gebraucht. Jo. Über der Sache mit Lee habe ich die Stadt vergessen. Wird Zeit, wieder der freundliche Spidey aus der Nachbarschaft zu sein. Erkunde die Stadt, um Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Aber das ist doch nicht vorbei. Ja, nur zu 72. Tja. Aber irgendwo ist noch Nebenmission. Warte mal. Bei Octavius. Haben wir ja schon gedacht, wann der endlich jetzt durchdreht. So, komm jetzt bei dir. Ja, ja. Ich habe mehr gemacht als ihr im ganzen Monat. Die Nachteulen haben letzte Nacht vielleicht im Hochsicherheitsgefängnis Raft das Licht flackern sehen. Das lag nicht daran, dass einer der Insassen auf dem elektrischen Stuhl saß. Nein. Anscheinend ist jemand auf die gute Idee gekommen, dass der Wiederholungstäter Electro für Kost und Logis zahlen soll, indem er das Gefängnis mit Strom versorgt, um so Steuergelder zu sparen. Es verwundert mich, dass er Arbeiten ebenso hasst, wie das Rauben und Morden liebt. Also mussten sie wieder ans städtische Stromnetz. Wohl auch der Grund dafür, dass die Sicherung rausspringt, wenn ich Mikrowelle und Toaster gleichzeitig benutze. Hä? Was soll jetzt deine... Wenn du die Sicherung überladest, dann ist es dein Fehler, nicht die von Elektro oder von den Stadtwerken. 1050, Meldungen über eine Geiselnahme in einem Zivilbus. Der nächste Officer bitte nach Rosevale. Hey, Spider-Man! Fehler, Datei nicht gefunden. Jameson hat recht. Du ziehst deine Riesenshow ab, aber am Ende dürfen andere deinen Mist wegräumen. Wie kommen sie jetzt darauf, Officer? Fisk wird davonkommen. Wohl eher nicht. Wir haben Jahrzehnte Beweise gegen den Dicken. Nicht mehr. Das Fahrzeug mit den Beweisen wurde überfallen. Diese Festplatten werden wir wohl nie mehr wiedersehen. So einfach kommt mir Willy nicht davon. Ich hol die Platten zurück. Okay. Okay. Die Beweise haben RFID-Identifikationsmarkierungen. Wenn ich die verfolge, sollte ich die Festplatten finden. Ich muss mich beeilen. Ja, dann. Beeilen wir uns. Ich spotte immer über Jameson, aber seine ständigen Lästereien erreichen die Leute tatsächlich. Ich meine, Fisks Leute klauen die Festplatten und das ist dann meine Schuld? Aber jetzt ist vor allem wichtig, dass Fisk nicht damit davonkommt. Ja, das wäre sinnvoll. Gut. Okay.